Liebe Synodale, das Wahlergebnis liegt vor und Frau König wird es uns zur Kenntnis geben. Anzahl der ausgegebenen Stimmzettel 125. Ja-Stimmen 106. Lieber Professor Heinrich Bedford-Strohm, Sie sind mit überzeugender Mehrheit von der Synode und der Kirchenkonferenz zum Vorsitzenden des Rates gewählt worden. Ich darf Sie jetzt fragen, ob Sie die Wahl annehmen. Ja, das habe ich mir gedacht, dass die Frage noch kommt, ob ich die Wahl annehme. Deswegen bin ich vorsichtshalber schon mal näher gekommen. Ich nehme die Wahl zum Ratsvorsitzenden der EKD sehr gerne an. Und ich danke Ihnen für dieses Votum und auch die Atmosphäre bei dieser Synode lässt mich umso dankbarer werden in der Hinsicht, weil es einfach schön ist, beisammen zu sein und man spürt, wie wir alle miteinander um Christus herum hier versammelt sind, auch in manchen heißen Debatten. Die Kraft ist spürbar. Ich finde, man merkt schon, dass wir hier bei der Kirche sind und dafür Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Lasst uns in gestärkter Gemeinschaft auf die vor uns liegenden 12 Monate blicken. Wir sehen dann ein Jahr 2015, in dem wir uns in den großen ethischen Debatten in unserem Land natürlich als evangelische Kirche in der Pflicht zur Mitgestaltung sehen und uns auch einmischen werden. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung. Was Paulus vor so langer Zeit seiner Gemeinde in Rom geschrieben hat und was die Reformatoren vor 500 Jahren für uns neu entdeckt haben, ist eine wunderbare Basis, dass wir gerechtfertigt sind allein aus Glauben und nicht aus den Werken. Und das ist die beste Grundlage dafür, die vor mir liegende Aufgabe mit Freude und mit Energie und dann auch mit einer gewissen Gelassenheit auszufüllen. Ich danke Ihnen.